Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar ist heute die Pinkbox eingetroffen und nicht irgendeine Pinkbox, sondern die Sonderedition zu dem Film Birds of Prey. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Genau, Birds of Prey, kennt ihr das schon? Also den Film, habt ihr das schon von gehört? Also Harley Quinn sollte uns doch mittlerweile ein ziemlich großer Begriff sein, oder? Das ist tatsächlich die Ex vom Joker, wenn man das so sagen kann. Und das ist eine ganz besondere Superheldin, um das mal so irgendwie zu definieren. Das ist ganz schwierig irgendwie zu sagen. Ich weiß nicht, ob ich mir den Film tatsächlich im Kino angucken werde. Ich hätte wohl Bock, aber jetzt nicht irgendwie mit meinem Freund, sondern tatsächlich mit einer Freundin oder mit den Mädels oder so, ne? Weil das ist halt so ein Frauenpower-Film. Und weil das eben alles so voller Frauenpower steckt, bin ich sehr gespannt, was sich dann in der Box verbirgt. Denn die Pinkbox ist ja eigentlich eine ganz normale Beauty-Abo-Box, die du halt im Abo dir bestellen kannst. Das ist dann so zwischen 15 Euro und 12,50 Euro, je nachdem, was für eine Abo-Box-Abo-Form du wählst. Genau. Und wenn die so Special-Editionen haben, freue ich mich immer sehr, weil das ist dann immer so eine ganz kreative Geschichte. Ich kriege die Box in der Kooperation, hier sieht man tatsächlich den Flyer, den ich damit bekommen habe. Birds of Prey, The Emancipation of Harley Quinn. Und es ist im Prinzip so, dass Harley Quinn, also wenn ich das von dem Plot richtig verstanden habe, ne, dass Harley Quinn und der Joker sich getrennt haben und jetzt auf einmal alle Harley Quinn quasi eins reinwürgen wollen, weil sie ja nicht mehr im Schutz vom Joker ist. Und dann schließt sie sich auch mit ein paar anderen Ladies zusammen und dann hauen die derbe auf die Kacke. Und ja, hier habe ich so einen kleinen Teaser. Mit unserer neuen und verrückten Pinkbox Birds of Prey, The Emancipation of Harley Quinn möchten wir selbstbewusste, starke und unabhängige Frauen wie das Power-Team aus dem neuen Kinofilm zelebrieren. Passend dazu wurden extra Beauty-Produkte ausgesucht, die dein Auftreten verstärken. We are bad guys. It's what we do. Das ist ein Zitat von Harley Quinn. XOXO Maria vom Pinkbox-Team. Vielen, vielen Dank, liebe Maria. Ich bin Sammy. Sammy läuft hier gerade so ein bisschen rum und schüttelt sich und so. Ich bin wirklich gespannt. Ja, und die, die mich schon länger schauen, wissen, dass man auch in diesem Video eine Pinkbox gewinnen kann. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Schau einfach mal vorbei und ja, viel Glück. Es war ein Produkt außerhalb der Box, was halt nicht mit in die Box gepasst hat. Und zwar ist das hier von Knight & Wilson Color Freedom Ultra Vibrant auswaschbare Haartönung mit Shea Butter und Arganöl. Coral Blush. 150 Milliliter. Und ja, also Harley Quinn hat ja auf der einen Seite so ein Pastellrosa und auf der anderen Seite so ein Pastelltürkis in den Haaren, ne? Ach, guck mal übrigens hinten, ne? Alter, Welly ist ihr Hammer. Krass. Auf jeden Fall finde ich das ziemlich witzig, weil es ist jetzt ja auch bald Karneval. Das wäre echt ein Highlight, wenn ich mir das mal in die Haare geben würde. Aber nicht heute. Also es ist jetzt ja heute nicht Karneval oder so. Also ich denke mal Karneval. Ich kann mir das wirklich vorstellen, ne? Weil ich habe Karneval auch dieses Jahr so ein bisschen Urlaub. Es gibt auch noch andere Farben natürlich aus dieser Reihe. Und ja, das ist sehr geil. Professional Formula. Ich bin super gespannt. Du hast ja auch immer so eine Mini-Ausgabe von der Cosmopolitan, ach Quatsch, von der Zeitschrift mit dabei. Und dieses Mal ist es die Cosmopolitan, die Februar-Edition. Finde ich ziemlich cool. Cosmopolitan ist auch ein Magazin, was ich unheimlich gerne lese. Und habe ich damals auch wirklich sogar abonniert gehabt, mal eine Zeit lang. Deswegen feiere ich das gerade hart, dass dieses Mal eine Cosmopolitan und nicht irgendwie eine Couch mit drin ist. Also die Zeitschrift Couch, die ist nämlich sonst ziemlich häufig mit drin. Und hier geht es halt wirklich fun, fearless, female, mit Gwen Stefani auf dem Titelblatt um Powerfrauen und das passt sehr gut. So, ich quatsche und quatsche und hier ist die Box und wir gucken doch einfach mal rein. Ich finde sie, wie gesagt, wundervoll. Ab 6. Februar im Kino. Was haben wir denn heute? Heute ist der 7. Februar, wo ich das drehe. Okay, ja, seit gestern im Kino. Stimmt, donnerstags kommen die Filme mal rein. Hier haben wir tatsächlich die Box. Oh, im Deckel steht immer drin, du bist schön. Das finde ich immer sehr charmant. Und ja, ne, ich rieche mal dran. Rieche aber nur Papier. Dann öffnen wir mal das Seidenschleifchen. Und hier haben wir ganz was Spezielles draufstehen. Birds of Prey, also BOP, HQ,
ja, das ist einfach nochmal die Info, ne? Also das ist eine richtig krasse Mottobox. Ich finde, dass die Sachen dann auch richtig knallen dürfen, die hier drin sind. Also halt kein nudefarbener Lippenstift oder so. Ja, hier haben wir das Heftchen, wo drin steht, was drin ist, auch die Preise und so weiter. Und das hier ist der erste Blick in die Box mit ein bisschen Krüppelpapier oben drauf. Ach, guck mal, und in diesem Heftchen sind dann auch noch die einzelnen Darsteller und so ein paar Informationen über die Schauspieler und so mit aufgeführt. Ich wusste gar nicht, dass Ewan McGregor auch mitspielt. Das finde ich cool. Ja, ne? Dann werden wir uns mal den Produkten widmen, die hier so drin sind. Und hier habe ich, das ist ja im Prinzip das zweite Produkt, ne? Von Rituals. Das feiere ich. Ich liebe Rituals. Foam Fiesta Playable Shower Foam. The Ritual of Holy. Color Your World with Love. Flamingo Flower and Pink Grapefruit. Wow. Also das passt auch extrem gut zum Motto aufgrund von, es ist einfach so ein Color Splash. Es ist einfach mal was anderes. Ich mag auch diesen Duft. Ich hatte, glaube ich, dieses dieses Eincremeschaumgedöns davon. Das hat so geprickelt, wenn ich mich nicht täusche. Das fand ich nicht so geil, aber den Duft finde ich toll. Ritual of Holy. Oh, ja, da freue ich mich drauf. Das ist ein schöner Duschschaum. Color your world with love. Oh. Und eine Full-Size-Größe, ne? Auch das finde ich ziemlich bemerkenswert. So, was ist das nächste, was ich hier drin habe? Von Etrebelle Lash Express and Hyaluronic. Okay, das ist eine Mascara, 8,5 ml. Auch hier haben wir wieder eine Full-Size-Größe. Wow, da muss ich wirklich mal sagen, Hut ab, auf jeden Fall. Ein Gummibürstchen, das ist super. Riecht noch nicht viel und es ist ja halt so ein geschwungenes Gummibürstchen und ich denke, dass es auch ordentlich Volumen und Länge geben wird. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Ich liebe Mascara. Ich liebe es, meine Wimpern zu betonen. Ich liebe es, meine Augen zu betonen und dem ganzen Ausdruck zu verleihen. Das sieht man ja auch heute, ne? Ich trage einen blau-grün glänzenden Lidschatten mit der Aurora Lights Palette von BH Cosmetics übrigens geschminkt. Mega geil. Genau, deswegen, ich stehe auf sowas und ja. Was soll die machen? Für beneidenswert lange, dichte und perfekt geschwungene Wimpern mit ausdrucksstarkem Volumen. Das gebogene Maxi-Curl-Bürstchen imitiert den Effekt einer Wimpernzange für faszinierenden Schwung. Ein mehrfaches Auftragen ist mit einer Wimpernverlängerung vergleichbar. Zusätzliche Hyaluronsäure sorgt für geschmeidige und elastische Wimpern. Und dieses Produkt alleine kostet schon 16,90 Euro. Und damit hast du die Box schon raus. Mehr als nur raus. Wow, geil. Und da ist immer noch was drin, Leute. Das ist der Wahnsinn. Von Fräulein B. Da haben wir jetzt auch schon mehrere Pinsel und so mit in den Boxen gehabt. Ich schaue gerade rüber. Nee, die habe ich jetzt gerade leider alle in der Wäsche. Aber das hier ist der Foundation Buffer. Mega geil. Berlin Beauty Fräulein B. Make-up Pinsel. Ich will den auspacken. Make-up Pinsel zum Auftragen von flüssigem oder cremigem Make-up. Für einen ebenmäßigen Teint und er ist vegan. So, der ist jetzt noch ein bisschen zusammengequetscht. Der müsste jetzt wahrscheinlich vorne eigentlich eher so rund sein, ne? Aber was ich an diesen Fräulein B-Pinseln richtig gerne mag, ist, dass die hier einen etwas breiteren Stiel haben. Das heißt, du kannst die viel besser greifen. Die sind nicht so fisselig und klein, sondern das ist einfach mal ein Stiel. Den hast du in der Hand und damit kannst du ordentlich arbeiten. Gerade Foundation einzuarbeiten ist ja auch immer mal gerne, dass ich tatsächlich etwas mehr zum Anpacken haben. Zum Krampacken, genau. Zum Anpacken und zum Greifen haben will. Und ich mag die Pinsel. Ich habe davon auch den Blush-Pinsel. Ich habe davon, glaube ich, auch irgendwie so einen, irgendeinen Augenpinsel habe ich auch von Fräulein B. Mag ich einfach richtig gerne. Ja, ne? Das finde ich cool. Der wird direkt in meine Sammlung einziehen und morgen mal verwendet werden. So, und jetzt habe ich hier mein letztes Produkt in der Box und zwar von, oh, geil. Meine Herren, das ist voll meine Box. Von Bella Pierre Cosmetics den Gel Eyeliner in der Farbe Ebony. Leute, ich bin ein Gel Eyeliner Fan oder ein Eyeliner Fan allgemein. Ich weiß jetzt nicht, was er für einen Auftrag hat. Ich liebe Mascara. Ich liebe Duschschäume. Gut, das mit den Haaren ist natürlich jetzt so eine Sache, aber es ist tatsächlich so, dass wir jetzt sehr bald Karneval haben. Deswegen passt es auch, weil ich bin eine Karnevalistin. Ich habe einen Foundation Buffer, was ich auch großartig finde, weil ich in letzter Zeit immer wieder meine Foundation auch mit einem Pinsel auftrage und dann erst nachher mit einem Schirmchen einblende. Und jetzt habe ich auch noch einen Eyeliner drin. Scheiß die Wand, dann ist das geil. So, und das hier ist ein richtig schönes Tiefschwarz. Oh Mann, ich feiere diese Box gerade. Und ja, das ist so ein Stiftchen, den du halt auch anspitzen kannst, denke ich mal. Oder muss man den hochdrehen? Ne, den musst du anspitzen. Hast du hier hinten Spitzer drin? Meistens hast du hier hinten nämlich so einen versteckten. Hallo, ist nicht? Oder doch? Doch.
Nee. Oh. Und sie so, ich nehme das Ding mal eben kurz auseinander. Okay, da hinten ist kein Spitzer drin, aber ich habe auch einen Anspitzer hier, also von daher ist überhaupt kein Problem. Und ja, ne, finde ich klasse. Ich mag es einfach. Eyeliner. Oh, danke. Und somit haben wir 5 richtig, richtig geile Produkte in dieser Box mit drin, die wahrscheinlich auch einen bombastischen Wert haben werden, den ich dir hier gerade so hingeschrieben habe. Also ich feiere die Box, ich finde es großartig. Für mich vermittelt das wirklich so ein Yay-Gefühl, so ein, ja, ich bin eine starke Frau und wenn ich diese Produkte benutze, dann bin ich auch stark. Woo! Ne? Genau so. Und das finde ich klasse. Ja, ich glaube wirklich, dass ich mir den Film im Kino angucken werde. Ich glaube, das hat mal was, oder? Ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!